Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Das könnte jetzt eventuell die letzte Folge dieser Weekend League für den heutigen Tag sein. Aber ich habe ja noch den Sonntag. Mal schauen, wie viel Zeit ich am Sonntag habe, um zu spielen. Dann könnte es sein, dass ich dann noch ein paar Spiele mache. Aber ist krass, ich habe einfach mal jetzt an einem Tag 11 Folgen. Ist jetzt die 11. Folge oder das 11. Nee, Quatsch. Die 11. Folge ist es, glaube ich, nicht, weil wir ja in einem Spiel zwei Folgen geschafft haben, zwei Spiele geschafft haben. Aber es müsste das 11. Spiel sein an einem Tag. Das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, mehr schaffe ich heute nicht. Und zwischendurch war auch meine Konzentration weg. Mal gucken, wie sie jetzt ist. Ja, was mache ich denn jetzt mit Castro? Er hat jetzt 3 Vorlagen gemacht nach 7 Spielen, was halt echt gut ist für einen Sechser. Weil 2 Tore Rode, aber Rode fühlt sich halt so einfach geil an. Ich glaube, Castro ist doch ein besserer Sechser. Und er hat auch schon den ein oder anderen guten Zweikampf, den er gewonnen hat. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, er ist doch besser, als ich gedacht habe. Gib mir mal einen großen Vertrag. Ich kann ihn sowieso momentan nicht verkaufen. Es gab nämlich jetzt, er war nicht mehr auf dem Transfermarkt zu finden. Da dachte ich, naja, stellst du ihn mal, ich habe ihn für 32.000 gekauft. Ich dachte, wenn er nicht mehr auf dem Transfermarkt ist, stellst du ihn mal für 200.000 drauf, mal gucken, ob ihn jemand kauft. Und da habe ich gemerkt, geht nicht, weil nämlich die Preisranges, die waren bei Maximum 100.000. Und ich will jetzt warten, bis hoffentlich diese Preisrange erhöht wird, erweitert wird und ich ihn dann halt für mehr Geld draufstellen kann, für 200.000 zum Beispiel. Mal schauen. Okay, ein sehr klein, also eher ein kleine Goldspieler, billige Goldspieler, wenn auch schon selten, wahrscheinlich schnell, mal gucken. Aber das sah mir aus nach jemandem, der gut dribbeln, gut kombinieren, gut tricksen kann, mal schauen. Wobei wir hatten in der Weekend League jetzt eigentlich noch nicht so viele Dribbler, muss ich sagen. Also Trickser, Trickser. Dribbler schon, aber keine Trickser. Vielleicht sind Tricks einfach zu schwer. In FIFA 17, keine Ahnung. Oh krass, ich wollte auf Embolo rüberstellen und bin aber irgendwie anscheinend nicht zu weit. Weit genug rübergegangen. Ach, da haben wir also den Tricks oder was? Oh, fair, Mann. Das hätte man auch festhalten können. Da war gar niemand. Ach, da ist ja noch eine Abwehrreihe. Ich dachte, da wäre keine mehr. Scheiße. Oh, das Spiel wird echt eklig und schwer, denke ich. Das wird eklig und schwer, genauso wie. Okay, genauso wie ich es mir gedacht habe. Da dribbelt gern, da trickst gern. Das wird ein ganz ekliges Spiel. Würde mich nicht wundern, wenn wir das verlieren. Oh, da stand doch eigentlich Rode genau da. Ein Wurf. Nein. Sollte natürlich nicht hängen bleiben. Oh, krass, dass er den Ball kriegt. Sehr gut von Embolo. Das ist so krass, wie der sich durchtanken kann. Durch seine Schnelligkeit, Trippelstärke, körperliche Stärke. Ist wirklich fast nicht aufzuhalten auf dieser Außenbahn. So, ich muss mal mehr variieren, nicht nur über außen gehen, das wird der Spieler relativ schnell merken und verteidigen können. Wäre mal geil, wenn wir nicht nur Einwürfe bekommen würden. Wieder ein. Nee, was? Kein Einwurf? Fuck. Och, und er läuft einfach weiter geradeaus. Ärgerlich.
Embolo läuft nicht durch, aber es ist echt sehr, sehr nervenaufreibend, gegen den hier zu spielen. Oh, bitte. Das war wieder so eine Situation, wo er einfach immer wieder in Ballbesitz kommt, aber ich überlege gerade, ob ich mal auf offensiv gehe, weil wir kommen nicht zum Abschluss. Das ist immer kein gutes Zeichen. Oh, es war ein normaler Pass. Ball hat man eigentlich auch schon wieder rausgespitzelt. Komm, 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 jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Leider in den Rücken, aber hat zumindest etwas funktioniert. Sehr schön. Ich sag ja, es ist so schwer, auf diesen zweiten Pfosten irgendwie zu spielen. Keine Ahnung. Pass war wieder richtig scheiße. Und wieder so eine Situation, wo wir einfach wunderbar hätten uns eine Torschance erspielen. Wir haben sie nicht erspielt. Den muss er machen, Embolo. Den muss er machen. Scheiße, war richtig gut rausgespielt. Er macht ihn nicht. Den muss er eigentlich machen. Und Embolo hat einen guten Abschluss. Aber ich will mich nicht beschweren. Meistens treffe ich ja in letzter Zeit. Aber man kann halt leider nicht immer treffen. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's eklig. Ich wusste es. Ich habe gewusst, dass es jetzt eklig wird. Scheiße, wenn Embolo mal das Ding vorher gemacht hätte. So ärgerlich. Aber hier ist noch was drin. Wir können das Ding gewinnen. Wir können das drehen. Ich merke das. Wir haben Embolo mit Embolo so eine gute Situation rausgespielt. Er hätte die einfach machen müssen. Fuck, Mann. Komm. Komm, da ist noch alles drin, da ist noch alles drin, da ist noch alles drin. Ist halt echt wieder ein super ekliges und ärgerliches Gegentor. Was hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Aber ich wusste, dass es schwer wird, den da zu verteidigen. Und dass die Flanke halt kommt und auf den zweiten Pfosten und so nah ans Tor, das ist halt einfach blöd. Sehr gut. Genau das hätte auch beim ersten Mal passieren müssen, meiner Meinung nach. Hätte halt niemals. Zum Kopfball kommen dürfen. Nein, oh nein! Die gleiche Taste, die wir mir schießen, ist zweiter Spieler rufen und die hatte ich noch gedrückt. Scheiße, Mann.
Tunnelt. Aber wieder mal ein guter Kopfball von Chicharito. Da ist noch alles drin, komm schon. Einfach nur gut die Situation rausspielen. Spielt auch super defensiv und ich glaube komplett auf Konter, wenn ich das richtig sehe. War er zuletzt dran? Ich hoffe es. Ach, wir waren zuletzt dran. Das ist halt so ein richtig Dribbelverliebter. Och, noch so ein Lackertor, ey. Das ist zum Kotzen, diese verfickten Flanken, ey. Man kann einfach nicht klären mit den Abwehrspielern. Das geht einfach nicht. Die klären einfach nicht. Egal, was man macht. Ich glaube, ich kann mich an eine einzige Situation erinnern, wo tatsächlich mal direkt geklärt wird und nicht versucht wird, der Ball anzunehmen oder man halt gar nicht erst diesen Zweikampf gewinnt. Naja, das Spiel werden wir wahrscheinlich verlieren, auch wenn es nicht verdient ist in meinen Augen. Unglücklich. Vielleicht schaffen wir ja auch noch ein 2-0 irgendwie mal. Wir müssen es ja nicht direkt drehen. Unentschieden reicht ja erstmal zwei Tore. Wieder getunnelt. Ja, Albert halt einfach teilweise viel zu lange rum. War auch ein Foul, wurde auch nicht gepfiffen. So, und jetzt bitte ein Eckentor. Er hat auch ein Tor nach einer Ecke gemacht. Oh, Butland hält. Das ist so ein Monster, dieser Butland. Oh, was für ein Traumtor von Chicharito. Was für ein Traumtor. Der macht ja nur geile Dinger. Ach du Scheiße, Mann. Was für ein Traumtor. Guckt euch an. Seitfalls hier ins lange Eck. Richtig geil. Jetzt brauchen wir noch ein Tor. Ich hab's euch gesagt, wir können ja auch noch das zweite Tor schießen. Komm jetzt. Super offensiv und das Ding rein. Totaler Angriff. Hoffen wir mal, dass er nicht auf Zeitspiel geht. Er geht auf Zeitspiel. Ach, wieder auf Schießen gedrückt aus Versehen. Fuck! Hatten den Ball eigentlich schon. Komm schon. Ach, dieser dumme Fehler von ihm wurde wieder nicht bestraft. Sowas ärgert mich.
Och, natürlich, natürlich. Dann hat er natürlich das Glück, jetzt hier diesen Konter zu bekommen. Foul. Och, es wird nicht mal gepfiffen und er kriegt sogar den Ball noch. Nice. Es geht dann natürlich auf Zeitspiel. So ein Sack, ey. Fuck! Nicht verdient, aber egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und schon wieder eine Vorlage von Castro, nice. Ach ja, weil er die Flanken nach Ecken macht, alles klar. Also dann, tschö, tschö.